Hallo, willkommen zurück zu Bone Razor Minions. Ach, ist das schön. Ist das schön. Lass uns mal. Ach, das ist die Kryptenfarbe. Nee, komm, lass uns wieder auf lila-pinkisch wechseln. Sollen wir mal nochmal einen Hut nehmen? Ich weiß nicht, ob der das bewirkt hat, dass wir extra live angehäuft haben. Gucken wir mal. Wir haben letzte Folge ein paar Fallen aufgestellt. Vielleicht helfen die uns auch, noch weiter zu kommen. Ja, hier sind die Schwammerl und so. Ein paar Bäume haben wir hingestellt. Ist das Pentagramm hier schon immer gewesen? Falls ja, ich hab's nicht gesehen. Oh, Mann. Oh ja, ich hätte gerne den Voltkeuler. Vielleicht, holen wir uns davon ein paar. Das trifft ja scheinbar mehrere. Okay. Keule Bomberholster. Mehr Elektro-Gedönse. Mal gucken, wie sich das auswirkt, wenn wir hier ordentliche Monstermassen haben. Ich weiß noch immer nicht, ob's, oder wie man das balancen soll zwischen mehr Minions oder stärkeren Minions. Ich will den trotzdem mal weiter evolven. Okay, die Pilze machen schon ordentlich, Arbeit für die Normalos, ne? Also da sterben die normalen Dudes, ne? Also, es ist nicht so, dass das keinen Effekt hätte, also. Wir nehmen schon mal so ein bisschen Damage. Ich nehme mir nochmal den Chupacabra. Und was auch immer das ist. Kolossaler Zahn. Okay. Giant Minion Chance plus 50%. Geht klar. Also ich nehme einfach mal an, dass die Giant Minions stärker sind und mehr Life haben, aber ich bin mir nicht sicher. Haben wir rechts nicht auch? Nee, rechts wollten wir Pilze hinmachen, die waren aber zu teuer. Oh, da war ja was. Da war ja was. Ja komm, lass uns mal einen Pumpkin Bro holen. Halb selbstmörderisch mit seinem Kopf unterwegs. Ja, haben wir gerade gesehen. Und der wächst dann wieder irgendwann. Ja, und dann kann er nochmal angreifen. Okay. Okay. Also stark für einen Single-Hit und dann situationsbedingt, je nachdem, was er halt da trifft, ne? Aber schon irgendwie geil. Oh, er muss reinlaufen in die Gegner, okay. Oh, oh, danke für die Rettung. Sheesh. Komm, ich hole mir noch einen Bomber. Okay, warte. Ich hole mir jetzt den Eggy Bro. Ich will wissen, was bei dem rauskommt. Die okkulte Perle. Ach, das ist Occult Health wahrscheinlich, dieses extra Life, was wir hatten, oder? Bin mir nicht sicher, weil es bisher noch nichts gedraint worden ist, aber hey. Sind das Laternen? Oh, Sandalen mit Federn. Okay. Wenn wir dashen, kriegen wir Haste. Okay. Oh, ich weiß nicht, was ich da gerade gecastet habe. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auf dem Controller so einen Super Dash haben. Machen wir mal so einen dicken. Oh. Die Ratten nicht bemerkt. Wie auch immer, ne?
glaube, wir brauchen noch mehr. Ich brauche mehr verschiedene Minions. Oh, hallo, hallo, hallo. Was ist das? Das sieht wertvoll aus. Midas Touch. Okay, wir kriegen einfach Geld und Score dazu. Ich weiß nicht wie viel, aber soll mir recht sein. Also der Score ist mir relativ wumpe. Außer natürlich, es gibt einen Charakter, der bei einer bestimmten Score-Anzahl freigeschaltet wird. Wir raisen noch einen Dude. Ich will mehr Minions haben. Das ist gleich 4 Fragezeichen, das nehme ich. Okay, ein reisender Wanderer. Was macht er? Okay, hey. Well. Übersetze ich das alles? Nein, eher nicht, oder? Wenn das nicht mal hier ein Bone Razor ist. Kunde ist Kunde. Egal wie stinkig, okay? Okay, er hat Relikte für uns. Okay. Wir dürfen aber nur eins kaufen, weil er uns nicht traut. Da können wir ihn öfter mal haben. Ja, komm, das kaufe ich mir. Wir schalten den scheinbar für den Run so ein bisschen öfter frei. Ich nehme noch einen weiteren Volt-Coiler. Ich will so viele... Ich will die Anzahl erhöhen, ne? Ich will mindestens neun Dudes haben. Nein, der Wizard ist wieder am Start. Zum Glück kämpfen meine Dudes auch alleine. Dann verstecken wir es erstmal hier hinten. Willst du nicht auch dahin und so? Da sprengt er sich wieder rein. Wir machen fast keinen Damage. Oh, sheesh. Ja, toll. Reingelatscht, ne? Völlig unnecessary. Vögel? Ich kann Vögel casten? Okay. Dann noch einen Spell? Ich kann eh nur einen haben, oder? Ja. Damit kann ich okkulte Herzen spawnen, wie es aussieht. Ah, das gibt mir einfach 25 extra Life. Nur eines, wie es ausschaut. Na gut. Boosten wir den Bomber. Nein, ich will die Ballista-Pfeile. Oder die Pfeile von Ballisten. Nicht zu verwechseln mit Basilisken. Oh nein. Wieder so ein Golddödel, ey. Bin ich da gerade in den Pfeil rein? Ja, höchstwahrscheinlich. Treasure Heini? Okay, das wandelt einen unserer Volta in irgendwas anderes um. Einen dämonischen Keuler. Soll mir recht sein. Oh, wir haben eine Klasse freigeschaltet. Sind der sündhafte Demogologe? Muttermilch. Okay. Wenn wir vergiftet werden, heilt uns das. Ich race noch den... Na, warte mal.
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich glaube, das ist die Klasse mit extra 9 Dudes haben. Dann machen wir mal den Keuler noch ein bisschen besser. Wenn wir langsam... Wow. Dafür sorgen. Impolite Halflings, okay. Dann können wir dafür sorgen, dass wir so ein bisschen unsere Dudes verbessern. Lass mal hier irgendwas holen. Wir können einen Schleim für uns haben. Ein Zyklopen. Die kosten alle 2,22, außer der hier, 6,66. Ja, nehmen wir den Großen. Ich nehme den Großen mit. Großer Zyklop, großer Damage. Großer Erfolg. Okay. Sie haben uns den Krieg erklärt. So wie ich das gerade gelesen habe, aber... Ja. Verbessern wir den Bomber. Dann können wir vielleicht nochmal gucken, dass wir das andere Level freischalten. Okay. Einfach so. Ich nehme den Magneten für läppische 50. Nice. Vor allem, warum ist uns angezeigt worden, wir haben nur 1000, wenn da oben rechts irgendwas steht mit 31 fucking 1000? Was ist das hier? Moneybag! Okay. Einfach 500 Gold mehr. Zu wissen. Noch einen von denen. Oder was ist das hier? Kennen wir noch nicht. Nehmen wir. Ah, Shroombro. Könntet ihr mich vielleicht auch vergiften? Das wäre super. Aber ganz einfach, weil wir davon heilen jetzt mittlerweile. Mein Hund ist wieder sehr unruhig. Als Spell. Ich muss ihm mal sagen, er soll auf seinen Platz gehen. So, mal gucken, ob er... Komm, geh auf deinen Platz! Ah, Mensch. Devil's Ball of Doom. Okay, wir werden der Zerstörer der Welt für eine kurze Zeit. Heben wir uns vielleicht für einen extra tragischen Moment auf. Sheesh. Wir könnten noch einen... Nee, ich nehme das hier. Bone Giant ist denn hier, okay. Boah, wie fies! Alter Lachs! Einfach eine Fake-Truhe gewesen, ne? Die uns ins Gesicht explodiert ist. Ich fasse es nicht. Ich glaube, der Gold-Count da oben rechts ist fake. Ich glaube, das ist mit Midas irgendwas und ich glaube nicht, dass das das echte Geld ist, was wir haben. Das wäre zu krass. Okay, Hauptsache Pfeilen ausweichen. Oh, das war super knapp. Das war extrem knapp. Irgendwann achtest du nur noch auf Umrisse. Oh. Ich dachte, Zerstörer der Welt wäre ein bisschen krasser. Ich habe irgendwas umgeklatscht. Plantis. Okay. Ah, den Warlock boosten. Und ich bin tot. Ach, das oben rechts ist der Score, nicht das Gold. Ich volldödel. Holy. Ey! Wir wissen jetzt. Das hat. Hat mein Hund gerade komische Geräusche gemacht?
Das hat nichts gebracht für das Extra Life, das waren irgendwelche anderen Sachen. Aber wir haben... Oh, das warst nicht du. Wir haben dich freigeschaltet. Okay. Nehme ich... was hast du so hier parat? Okay, Running Speed für jeden Damn, den wir haben. Okay, das macht meine Minions schneller. Okay. Jeder Dämon gibt mir mehr Max Life und Speed nehme ich jetzt auch mit. Oh, mein Max Life kann nie reduziert werden. Interessant. Dann nehmen wir noch irgendwas mit einem dämonischen Relikt, was auch immer. Was ist das hier? Okay, wenn wir eine Hero Soul bekommen haben, kriegen wir eine extra. Nehmen wir mit und gucken mal, wie... Halt, stopp, wir haben noch Kohle ohne Ende, ne? Könnte natürlich auch hier nochmal ein bisschen was investieren. Ja, komm. Machen wir mal. Was auch immer das bei den heroischen Dudes macht. Boomy Explodetech. Oh, Mensch. Electric Orbic Totems. Ja, nice. Okay, das lassen wir jetzt erstmal. Ich will hier noch ein bisschen was holen. Fragt sich nur was, ne? Okay, machen wir mal 3 Spells. Super Spellcast. Das mit dem Holding hat auch hier nicht funktioniert. Ah, wenn stationary, okay. Das ist das Zauberwort. Das ist das Zauberwort. Ah, ja. Okay. Dann lass uns den neuen Dude mal ausprobieren, hm? Extra dämonisch unterwegs. Naja. Ich nehme sofort den Eggy Brock. Er ist golden hier? What the hell? Warum ist er jetzt gold? Schnellstmöglich neue Minions holen. Wir haben nur einen, der Schaden macht. Das sollte ich die... Eyepopper. Vielleicht sollte ich die einfach in die Pilze lotsen. Hm? Aber die machen ihre Arbeit ab so. Wir haben hier diese Spike Traps, ne? Ich glaube schon, dass die auch Schaden machen. Okay. Ein extra Boozy Bomber. Ah, okay, pass auf. Du lädst das auf und dann sagst du, in welche Richtung das geht. Echt über den ganzen Bildschirm oder was? Oh, Game Changer! Aber dann kannst du eine ganze Weile nicht dashen. So, was bist du? Okay, mehr Ranged Minions. Dann nehmen wir noch einen Warlock dazu.
Ah, das bricht dann komplett ab und resettet das. Gut zu wissen. 99 extra Life. Ja, moin auch. Das sollten wir nicht so schnell verlieren. Das wäre praktisch. Wieso sind hier drei, vier Kerzen am Start? Ist das das Level, in dem wir momentan sind? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Major Mad Dog, danke fürs Abo! Oh, sheesh! Holy fuck! Hat's mich gerissen! ja, willkommen auf dem Kanal! Freut mich sehr! wo war ich? Ach ja, ich glaube, diese Teile sind die Levelanzeige vielleicht. Müssen wir mal gleich mal gucken, wenn wir auf Level 5 sind, ob da dann noch eine Kerze brennt. Sheesh, Mad Dog. Gosh! Danke fürs Abo, danke fürs Erschrecken. Oh. Ich hoffe, du hast Spaß auf dem Kanal. Was bist du, Chesty Bro? Okay. Der gibt schon mal Geld, 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 Geld. The Ranged Minions have a 22% chance to inflict critical hits. Okay, also Ranged Minions haben jetzt extra Crit. Dann nehmen wir uns doch den da gleich mal mit. Okay, der lässt wirklich einfach Goldstücke fallen. Gut zu wissen. Wow! Das war der rote Dude, ne? Warum haben wir den eigentlich? Den habe ich nicht ausgewählt. Was ist das? Funky Turnip! Okay. Okay, was auch immer da die Bro-Minions großartig sind. Wir boosten den Archer. Ja, wir müssen auch mehr machen mit, ich dachte schon, oh, ne Chest. Oh, hier ist auch eine Chest. Gut, die ist echt. Was ist das? Ein Herz mit einer Zunge? Suckage, Extravaganza. Oh. Okay, alles wird aufgesaugt. Dankeschön. Wir müssen mehr mit dem hier dann gleich arbeiten. Und die Kerzen bleiben auf 4. Also ich glaube nicht, dass das mit dem Level zusammenhängt. Und wir haben es aber bisher geschafft, unser Extra-Life nicht anzutatschen, ne? Wird nicht lange so bleiben. Wird nicht lange so bleiben. Ich hole noch einen Voltkeuler. Finde ich eigentlich ganz cool. Oh, da ist ein Spell. Ach, das war auch ein Spell. Ich dachte, das wäre ein Relic gewesen, was wir da gehabt haben mit der Suckage. Wir können jetzt drei Spells halten, ne? Was ist das hier? Item Rerolls. Aha. Wie kann ich das switchen? Okay. Sheesh. Wer ist das? Ich glaube, ich nehme einen Zombie Bro. Who the fuck are you? Au. Sausack. Sausack. Wow.
Shish! Shish Kebab! Okay. Nehmen wir an mich selbst. Wir haben... Fuck. Kurze Invincibility Frames. Sollte man... Toll. Wir sind vergiftet worden. Sollte man vielleicht auch benutzen, ne? Schade, dass wir jetzt nicht das Ding haben mit Gifthaltungs. Frick. Pound the Elven Wayfinder Miniboss. Dann haben wir den mal ordentlich gepoundet. Meaty Club. Wopper Walloper. The Headless Bashes of in Delight. Was auch immer dieses Relikt macht. Ach. Ah, wir schlagen zu. Es gibt scheinbar andere Minibosse. What the hell? Je nach Charakterklasse oder was? Okay. Die sind nicht keine Bros mehr? Und die habe ich auch nicht weggefetzt. Na gut. Okay. Okay. Gut zu wissen. Wir haben auch zwei neue Sachen hierfür bekommen. Was haben wir hier freigeschaltet? Okay, Max Health reduced. Also. Okay, pass auf. Unser Max-Health kann nie reduziert werden. Außer natürlich durch sowas wahrscheinlich. Nehmen wir noch krassere Sachen mit. Dann hier. Das. Ich will noch mal kurz gucken. Warte. Ah ja, hier, Player Health Bar. Ich mach das mal an. Dann gucken wir mal, wie das wirkt. Ja, wir machen noch einen. Wir machen noch einen. Okay, Bro Race. Nicht nur Race, sondern Bro Race. Okay. Wir nehmen den Flame Bro. Der wirkte sehr stark, vor allem für den Anfang. Einfach alles niedergemäht. Aber berühren und down, ne? Dann nehmen wir noch einen Warlock mit. Und ich warte jetzt hier mal so ein bisschen. Ne? Aber das mit den Bäumen und Vögeln habe ich auch nicht wirklich verstanden, aber hey. Dann nehmen wir noch einen Voltkeuler. Für Kleinscheiß sind die echt gut. Also wirkt zumindest so, ne? Die Musik ist auch irgendwie weird, aber irgendwie auch cool. Dann raisen wir noch einen Voltcoiler. Da kriegen wir so einen großen zusammen. Champion ist am Start. Ist das wieder die Goldglocke oder? Nee, ein Bannerträger. Ja, der ist einfach weggefetzt worden. Oh, das ist der Shoveler. Den wir freigeschaltet haben. Barrow Digger, okay. Who
Whose sharpened spade also digga diggies up goodies. Ja, dann grabt mal. Okay, was ist das hier? Eine eiserne Lunge? Oh, Schrinkköpfe. Zombie Bros. Plus 3. Okay. Also das Spiel wirkt so, als gäbe es extrem viele Wege, sich da zu spezialisieren. Egal ob jetzt von der Charakterklasse her, die du selber hast, oder die Relikte und die, ja, ne? Also es gibt so viel. Dann nehme ich noch einen... Ja, Bro Raisen wir mal, komm. Also Bro Raisen ist scheinbar immer so... ganz spezielle Viecher. Oh, irgendwas hätten wir da anlocken können. Schneemann. Okay, wir werden zum Schneemann oder was? Da stand U-Transform. Alle 7 Sekunden machen wir eine Trap. Okay, dann gibt es hier noch Spells. Okay. Alle Gegner kriegen Gift. Chesty Bro. Hey, komm. Nehmen wir Chupacabra, dann Skelky. Okay. Damit müssen wir nicht mehr bei Schatzkisten rumstehen. Das ist cool. Können wir dann einfach instant aufmachen. Wieso machen wir so wenig Damage? Ja, da geht's wieder. Vielleicht war das nur bei den anderen Dudis. Ich bin mir nicht sicher. Es wirkt jetzt nicht so, als hätten wir alles im Griff, ne? Ach, das war eine Trap, die wir da schon mal irgendwann mal hingepackt haben. Automatisch. Bist du's? Ja, das war ein Fake. Drecksack. Ich hole mir noch einen Boomeranger. Abracadabra Haste, okay. So, einmal hier auf die andere Seite. Aber dann kannst du ewig nicht dashen. So, alle kriegen Gift. Archer dazu. Nein, ein High Wizard. Wo ist er? Ach, da oben links. Wieso greift ihn keiner an? Das ist, glaube ich, einfach nur komplett Schadensfreiheit. Nice. Ich glaube, da hat unser Feuerding richtig gut Schaden gemacht. Pillars of Magical Pain around you. Dankeschön. Was ist das auch? Keine Ahnung, was das machen wir dabei. Hauptsache haben. Hauptsache haben. Gesprengt. Was machtest du gleich nochmal?
wobei. Minion Attacks. Ja, komm. Haste mal unsere Angriffe von unseren Dudes. Die Health Bar stört gar nicht mal so, ne, unter uns. Ich kann meine Minions nicht mehr sehen, wie es ausschaut. What the hell? Hat das einen positiven Effekt auf uns? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Boost für unseren Boomeranger. Bam! Nicht nice. Das Ei, ja, das ist bisher noch nie geschlüpft, ne? Okay, die Service Bell, also hier die Glocke, um jemanden zu holen. Der Wandering Merchant kommt hin und wieder vorbei. Die Halblinge sind wieder am Start. Ich denke immer, hier wird etwas auf mich geworfen, aber das sind die Knochen, die ich anziehe. Ah, das war Schnieke. Oh nein. Was ist das hier? Bullet... Alter. Bullet Hell? Ja, Man hätte auch ausweichen können, ne? Hätte. Können. So, also der Krieg wieder am Start, ne? Ja, machen wir den Strom-Dude ein bisschen besser. Oh shit. Toll, ich konnte irgendwie nicht chargen, warum auch immer. Aber gut. Drei neue Teile hier. Ja, Diablos Gedöns. Minus 20. Okay, was ist das hier drüben? Lightning Sinstorm. Hört sich gut an. Ich mag den Charakter. Der gefällt mir. Lass mal noch ein bisschen was für uns freischalten. Ach, das ist schon komplett. Okay, Difficult Maps. Bonus Coin. New Game Forever? Ja, ich weiß zwar nicht, wer Gigalt ist, aber lass mal machen. Relic Research. Oh, duplizierte Relikte? Hört sich gut an. Shockwave. Okay. Machen wir das mal. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es macht zu viel Spaß. Wer bist du? Ach, das ist die Map. Der Map-Changer. Oi! Oi, Master! Okay. Er hat die umgebenden Lande gescoutet.
Wir müssen neue Fallen bauen und sowas, aber ja, gibt mehr Minis, mehr Geld, mehr Soul. Okay, also wir haben das, den Forsaken Cemetery direkt vor der Haustür. Wir haben hier aber auch Sorrowful Soundwoods. Pumpkiny Patch. Okay. Da musst du die Scores besiegen. Komm, wir machen das nächste Mal einfach hier diesen, okay. Dieses Ding hier. Wählen wir aus. Wir haben keine Fallen und sowas da unten drin. Was ist die Tür? Strange Doorways. Aber diese Tür hat sich... ist jetzt verfügbar? Was? Alternative Spielmodi? Wo du... okay, Bösewichte... ja, pleasuren und torturen kannst, okay. In Fresh New Ways, mhm. Wir haben King Gigalt noch nicht gesehen, also... dann inspizieren wir mal Necrotic Skirmish. Okay. Clashful Cards. You shall find no death here. Only the merry enjoyments of a playful deck card. Distraction. Nein, machen wir nicht. Wir haben zwar Karten gefunden, aber das heißt dann wohl, wir können die hier bespielen. Die sind noch nicht freigeschaltet. Nee, wir sehen uns in der nächsten Folge in der neuen Map. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.